Trümmelig, Junge! Schaff's! Freundinnen und von draußen, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Wie ihr seht, wir sind in der Trampolinhalle mit dem Run and Only. Ey! Okay, das war weird, Alter, what the fuck? Cringe! Wir spielen heute ein Adi Totoro vs. Andrea Gettli. Zwar machen wir einfach verschiedene Challenges. Der, der am Ende des Tages mehr Challenges gewinnt, ist einfach der beste Flipper. Auch wenn er den Weltcup gewonnen hat, wenn ich heute gewinne, bin ich definitiv besser als er, auch beim Skifahren. Aber freue mich mega fest da vor der ganzen Schweiz mich zu präsentieren und ja. Wir sind noch oft am Trampen, halt auf dem Trampolin am Trainieren. Dort bin ich sicher gut, aber der Adi ist auch gut auf dem Boden mit seinen, da, keine Ahnung was, Ninja-Skills. Das kann ich nicht so, aber wird sicher spannend. Okay, ja. Wir reden gar nicht lang und fangen auch mit der ersten Challenge an. Let's go! Alright, die erste Challenge ist, wer mehr Backflip auf einem Megatramp kann. Ja, ich glaube, da wird uns beide ziemlich trümmelig. Schere, Stein, Papier. Ja, ich kaputt. Für alle, die Schere, Stein, Papier spielen, nehmt nie die Schere am Anfang, ihr verliert immer. Lifehack. Alright. 2, 3, 4. Zwölf, 13, 14, 15. Oh du, Alter. Holy shit. Aber beim letzten habe ich nur noch so einen Strich gesehen im Fall. Mann. Aber 15 ist nicht schlecht. Ja, muss mich schon ein bisschen zusammenreissen. 1, 2, ja, 3. 8, 9, 10, 11, 12! Alter, wer ist so trümmelig, Junge! Leute, das ist der erste Punkt für mich. Let's go! Jetzt gehen wir weiter zu dem Ding da oben. Jetzt geht es darum, wer sich einfach am weitesten kann aufschwingen. Bei diesen Dingen, soll ich es mir vorzeigen? Oder soll ich gerade gehen? Nein, jetzt gehst du zuerst, weil dann kann ich schauen, wie viel du schaffst. Ja. Leute, man muss sich schwingen, man darf nicht aufhangeln, sondern man muss immer schwingen. Alter! Ja, okay. GG. Ja, ich habe verloren, Leute. Es hat mir fast alles aufgerissen im zweitletzten. Autsch, Junge, ja du bist dran. Ich bin am Arsch, ich schaffe das nie, aber ich habe Magnesium im Gegensatz zum anderen. Ja, ist wirklich unfair, du mit Magnesium und ich keinen, Alter. Ja, aber du mit Muskeln und ich keinen. Yikes. Alter, dort ist die hohe Stange dazwischen. Ey, mach einfach, es ist ein Airbag, es ist ein Airbag unten. Es kann dir nichts passieren. Hello darkness, my old friend. Er geht auf, Bro! Ich hab Angst vor dieser scheiß Stange dort, Alter! Er hat Angst vor dieser Stange, dass er den Kopf anschlägt. 1-1, ich habe maximal verschissen, sorry für den. Jetzt spielen wir ein kleines Game of Stick, das heisst, wir müssen einen Flip machen und wir müssen genau so landen. So. Also die Füße dürfen sich nicht bewegen. Und es funktioniert so, dass du zuerst einen Backflip musst sticken, dann einen Sideflip, dann einen Frontflip, dann einen Roundoff mit Backflip und dann einen Kick the Moon, das ist so. Und wenn du den letzten gestickt hast, dann hast du gewonnen. Und der, der zuerst alle geschafft hat, hat gewonnen und es gibt also eine Reihenfolge. Die werden es verstehen, wenn wir es schneiden. Ah! Knapp, aber verdammt knapp. Nein! Nein, oh, Alter! Du Sieg, Alter! Scheiße! Ja, gut, das ist erst anfangen. Nice! Oh shit! Das wird schwierig, Cody. Sideflip, ja. Beide. Nice. Was machen? Ich schaff's nicht. Mann! Das war meine Chance gewesen. Ich jetzt beim Round of Backflip. Okay. Ja, arrogant, arrogant, arrogant! Ich hab auch noch gestampft! Nein! Kein Bock mehr auf das Spiel, Alter. Also, es steht 2-1 für mich. Jetzt kommen wir zu der nächsten Challenge. Und das ist mit diesen Blöcken. Wir tun die auf der Airtrack. Und der, der höher über diese Blöcke kommt, gewinnt die Challenge. Ganz einfach. Let's go! Oh, was? Yes! Oh,
Wenn man ankommt, hat man noch einen zweiten Versuch. Auch dass ihr es wisst. Alter, mit Salty. Nice. Eins, zwei, drei. Hi, Adi Totoro, hey. Wow. Alter, hure langweilig, Alter. Okay, es ist mega hoch. Ja, ah, Digga. Nein, okay. Schultere. Haarscharf, Mann. Ich bin schön drüber gerollt, aber zweiter Versuch. Okay. Nein! Bro, so knapp! Okay, aber jetzt bin ich gespannt, ob du es schaffst. Der schafft es eh nicht. Schnippe wird! Du siehst! Aber check! Oha! Alter, der geht auf die Höhe. Der schafft es eh nicht. Schaffst! Alter, fast! Hey, es kann nicht sein, 3-1 für andere. Jetzt machen wir beide meisten Frontflips schaffen. Das heißt das gleiche wie mit den Backflips, einfach mit Frontflips. Eins, zwei. Zehn. Ah, elf. Zwölf. 13. Ich sehe nichts mehr. Okay, 13 geschafft, ich muss mehr schaffen. Eine, zwei. Sechs. 7, 8, 3, Adi! Bro! Das ist schon 3-1, ich bin hinten drin. Jetzt machen wir ein Game of Add-on auf dem Tramp. Das heisst, der eine geht den Trick vor und der andere muss einfach immer einen Trick dranhängen, bis irgendeiner den Trick nicht schafft. Versteht man? Versteht man. Das habe ich gesehen, hast du schon 1000 Mal auf dem Garten Trampolin gemacht. Das schaffst du schon. Das? Der kann sich schon nicht merken. Ja, ja. Okay, auf Bein. Okay, es wird lang. Fuck, das ist schon easy lang. Na! 360. Backflip verrucken. Ja. Front halt. Echt cool. Cool. Immer Frontflip zu Backflip. So ein Ding ist das nämlich. Das Game geht nicht ums Können, es ist nur wer der Dümmer von uns zwei ist. Backflip. Backflip verrucken. Frontflip. Backflip. Was ist das? Es ist eigentlich nur ein Backflip. Ich kann mit Luft noch eine halbe Schraube machen, aber einfach Backflip. Ich muss da nochmal schnell Mental Preparation. Cork 7. Backflip. Backflip auf den Rücken. Aufstehen. Ist es ein Front Half gewesen? Ja. Bro! Will ich mich verarschen? Jawohl, Leute! Ich bin so nervig mit dem Hurenrand. Hey, eigentlich habe ich gemeint, jetzt jeet jetzt mein Vater ab. Man schaut man wirklich die Landung an, schaut so schauen, wie hoch man ist. Man muss wirklich in der Luft die Landung anfixieren, das ist mega wichtig. Warte, ich checke nicht mehr, Alter. Ah. Weißt du,
es noch? Ja, ich glaube es. Let's go! Du schaffst es nicht. Backflip. Jetzt versucht er mich ablenken zu pissen. Ja! Hast du einen Blackout gehabt? Das ist strong. 3-2 für mich, die Aufholjagd, die geht jetzt los. Wir haben uns ein bisschen erzählt, eigentlich steht es 4-2 für eine andere, aber dass es mit dem Rest des Videos aufgeht, gebe ich mir jetzt einfach einen Punkt dazu. Merci vielmals und jetzt geht's auf, wir schauen weiter. Sorry. Und jetzt gehen wir zur nächsten Challenge. Jetzt machen wir einen Weitsprung, das heisst, wir müssen von dem kleinen wacken Tramp möglichst weit in die Airbag reingumpen und dort, wo wir landen, legen wir den Socken an. Das heisst, der, der weiter kommt, gewinnt. Oh, mein Socken ist hier, das heisst, der andere darf nicht weiter als die Linie kommen. Wir schauen genau. Let's go. Nee, Digga, nie. Wir legen den Socken schön hier an. 3-2-Day, es ist das Finale, er hat schon das Shirt ausgezogen. Wir machen jetzt ein Backflip Battle Off, das heisst, das entscheidet, wer gewinnt. Er macht den Backflip, ich mache einen Backflip, solange bis irgendeiner nicht mehr Backflips machen. Ah! Backflip Battle Off, let's go. Was für eine arrogante Sie, ich mache einfach weiter. Aber Digga, Gratulation. Danke für das. Wir haben es probiert, ein bisschen fair zu machen, ein bisschen spannend zu machen. Bye. Spaghetti. Das ist einfach so ein bisschen von Natur aus. Schaut auf jeden Fall bei ihm auf dem Kanal vorbei, da gibt es englische Videos rund ums Skifahren, dies, das. Ihr wisst jetzt, wie es läuft. Wir sehen uns beim nächsten Video. Gebt einen Like, tut den Kanal abonnieren. Macht einfach alles, Digga, ich habe keinen Bock mehr. Bis zum Blümli, ciao. Ja, fast. Ja, hi. Und dann der, der höher gewinnt. Der, der höher gewinnt, springt. Wie macht man das? Wie steht ihr da so drin? Schau, fast split. Oha.